Hi Leute, wir kommen zurück zu Super Mario World. Jetzt der zweite Teil dieses Parts. Jetzt wird's richtig wild. Ich mach nochmal Bowser's Labyrinth. Denn ich weiß ja jetzt so ungefähr, wie es funktionieren muss. Nur, dass ich den Yoshi abgebe. Das ist so frech. Da hat man sich irgendwelche Sachen erwirtschaftet und dann steht da einfach irgendeine Stelle, die sagt, pass auf, ist nicht. Da wir diesen Kaki schon mindestens 10-mal gesehen haben, bin ich auch der Meinung, dass Sophieren doch angebracht ist. Süß. Man merkt aber bei diesem Hack definitiv, inwiefern ein Cape einem doch eine gewisse Erleichterung in allem verschafft. Und falls ich ein bisschen wheezy sein sollte, ich komme gerade vom Zahnarzt. Und gleich wird Auto gefahren, gleich fahren wir nach Kassel. Oh, das ist schön. Das macht Spaß. Schön am Freitag um 12 Uhr über Unna fahren. Das, also echter Terror ist bis heute unbekannt. So, jetzt frage ich mich, wo war denn hier der P-Switch? Ich habe wenig Lust, nochmal diese komische Offerte da zu fliegen, die wir schon mal fliegen wollten, mussten. Aber das darf ich ja im Endeffekt auch nicht, denn ich muss ja aus der anderen Karte einen P-Switch mitnehmen. Dann frage ich mich gerade, wie das nochmal ging. Hier war auf jeden Fall einer drin, das hatte ich mir gemerkt. Hier ist ein Stern, obwohl ich nicht wirklich weiß, ob dieser Stern mich großartig weiterbringt. So. Nee, da kann ich das nicht mitnehmen. Ich glaube, ich muss hier doch schief fahren. Ja, das ist für euch jetzt wahrscheinlich ziemlich verwirrend, was hier passiert. Für mich übrigens genauso. Okay. Die Stelle kennen wir ja. Da kann man ja mit dem Cape was abkürzen. Das hatten wir beim letzten Mal ja auch gemacht. Oder man chillt sich einfach. Immer wenn dieses Bötchen da ankommt, weiß man, jetzt wird es erstmal Slowdowns geben. Ja, ist auch geil. Hab ich gut gemacht. Nee, das ist Quatsch. Das muss ich nochmal machen. Aber wie soll ich denn dann den P-Switch mitnehmen? Gibt's da noch einen? Weil alle anderen Stationen sind ja darauf ausgelegt, dass man... Das ist kompliziert. Also, dass man den P-Switch wirklich drückt. So wie Gott ihn geschaffen hat. Ich versuch's erstmal so. Den nehme ich nochmal mit. Bringt mir gerade nicht so viel, aber ist egal. Vielleicht kann ich ja da mal links hoch versuchen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich lasse das einfach mal hier liegen, brauche ich ja eh nicht. Und meine Idee ist jetzt einfach, mich von diesem blöden Koopa erledigen lassen, der Harakiri-mäßig mich mit in den Tod zieht. Ja, genau, da so funktioniert's. So machen wir das. Shake it! Oh. Irgendwann hätte ich auch mal Bock, mit Lokalanästhesie im Mund aufzunehmen. Das wird bestimmt auch witzig. Also da macht ihr euch wahrscheinlich ins Hemd. So lustig wird das. Okay, hier kann ich rein. Spruchieren wir mal ihr. Ah, das war die Geschichte. Aber das bringt uns doch weiter hier, oder? Wie war das? Ja, der Maddie, der kann es wieder nicht genug kriegen. Okay. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Hallo! Was ist hier? Hallo? Ja, und jetzt? Das ist nicht deren Ernst jetzt, oder? Ist das Spiel überhaupt fertig? Okay. Die verarschen mich hier nach Strich und Faden. Aber dafür haben wir ja verschiedene Safe States gemacht. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Schade. Ah, der ging noch. Das hätte ich nicht gedacht.
was anderes bleibt mir nicht übrig. Nein. Riecht doch schon gut, oder? Nee. Oh. Nee, ich brauche dafür mehr Platz. Falls ihr neu in Super Mario World seid, der Matty versucht hier gerade einen sneaken Double Grab. Das heißt, er versucht gerade beide Items mitzunehmen. Schon witzig, ne? Die Frage ist nur, ob ich jetzt hier... Ja, das passt. Da würde ich hinkommen. Ah, geil. Nochmal machen. Na, okay. Ja, so geht's auch. Okay. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Weil ich auch nie wirklich verstanden habe, wie das funktioniert. Machen wir es mal so. Nee, das funktioniert ja nicht. Wie soll ich denn diesen dreckigen P-Switch mit in die nächste Karte nehmen? Aber das kann doch nicht sein, dass man hier einen Double Grab machen muss. Obwohl ich dem Hack schon ziemlich viel zutraue, ne? Was ich nämlich vermute ist, dass es nicht funktioniert, wenn man die die Switch Palaces aktiviert hat, dass das hier die alternative Route sein soll. Wenn ich es aber schaffe, den P-Switch mitzunehmen, dann geht's. Dann sollte es alles soweit funktionieren. Aber dafür muss ich erstmal einen Double Grab schaffen. Also, die beiden müssen exakt auf dem gleichen Frame... Oh, nee, so nicht. Exakt auf dem gleichen Frame liegen, so. Ah! Ich weiß auch gar nicht, ob das so mit Cape wirklich funktioniert. Plan B. Plan B, Plan B, Plan B. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt irgendwelche Dinge machen, die einfacher sind. In Anführungszeichen einfacher. So. Plan B sieht folgendermaßen aus. Ah, das ist schon schwierig hier. Aber okay. So, okay, okay, okay. Das funktioniert so. Das funktioniert. Okay, Kinder. Zu Hause nicht nachmachen, bitte. Ah! Das ist so einer der wenigen Momente, wo ein Cape von Nachteil sein kann. Ah. Geht da überhaupt? Warte, oh Gott. Ja, es geht, aber das ist so eine richtige Millimeter-Geschichte hier. Okay, nee. Dann muss ich nämlich theoretisch. Ah, warte mal, ich muss das geduckt machen. Ach, das ist auch gut. Mach das nochmal. Nee. Ah, fast. Ja, warte, wenn der von der anderen Seite kommt, dann klappt's. Oh. Hätte nie gedacht, dass wir mal Freunde wären. Ah, das klappt aber auch nicht. Das ist auch wieder zu hoch. Ah.
Ich habe auch links geguckt, da gibt's nirgendwo genug Anlauf. Ja, wenn ich das geduckt mache, dann sollte es eigentlich klappen. Warte mal, was haltet ihr denn davon? Jetzt aber mal ganz für Pastorentöchter. Nee. Ja. So, und da machen wir dann nächstes Mal weiter.